möchte Sie alle begrüßen, das habe ich ja schon, und möchte auf eine namentliche Begrüßung verzichten, denn als Gäste sind Sie uns alle gleich wichtig und gleich wertvoll. Eine Ausnahme möchte ich machen, und zwar Herr Maiswinkel ist vom Rhein extra hierher gekommen, um mit uns gemeinsam zu feiern. Es ist der Sohn von Herrn Dr. Maiswinkel, der nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 60er Jahre hinein Vorstand unserer Gesellschaft war. Herr Maiswinkel, habe ich gerade entdeckt, steht dort hinten an der Treppe. Und in diesen schwierigen Jahren des Wiederaufbaus hat Herr Dr. Maiswinkel die Geschicke unserer Firma ganz maßgeblich mitbestimmt. 100 Jahre Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn, also 100 Jahre Eisenbahngeschichte hier bei uns, mit seinen Höhen und Tiefen spiegelt sich, oder in unserer Geschichte spiegelt sich auch die letzten 100 Jahre Weltgeschichte wieder. Zwei Weltkriege, Inflation, Teilung und Wiedervereinigung, das ist alles nicht spurlos an der Bahn vorübergegangen und hatte einen starken Einfluss auf das Geschehen hier bei uns. Die Geschehnisse haben zum Teil tiefe Narben bei uns hinterlassen. Das sieht man schon äußerlich daran, dass wir zwar noch Neukölln-Littenwalder Eisenbahn heißen, aber nicht mehr bis dorthin auf eigenen Gleisen fahren können. Aber ich begrüße ganz herzlich Herrn Pfeiffer, der als Vertreter von Mittenwalde hier unter uns ist. Hundert Jahre Neukölln-Littenwalder Eisenbahn, das bedeutet für uns auch 100 Jahre Familiengeschichte. Mein Urgroßvater, der königlich preußische Bauart Karl Wächter, war Mitbegründer der Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn. Damals hieß es zunächst Rixdorf-Mittenwalder Eisenbahn. Nach dem Ersten Weltkrieg übernahm dann mein Großvater Max Wächter die Leitung der Gesellschaft. Hinzu kam dann bald sein Schwager Werner Nolte. Nach dem Zweiten Weltkrieg trat dann die dritte Generation, die Generation unserer Eltern, an, um die Verantwortung und die Leitung der Gesellschaft auf sich zu nehmen. In den 70er Jahren, oder besser Ende der 70er Jahre, ist dann die Leitung auf die vierte Generation, mein Bruder Martin und mich, übergegangen. Wenn man das rückblickend betrachtet, dann muss man wohl feststellen, dass die dritte Generation, also die Generation unserer Eltern, es am schwersten gehabt hat. Sie musste mit den Problemen, die sich aus dem Weltkrieg, dem verlorenen Weltkrieg und der Teilung ergeben haben, fertig werden und für die Bahn eine neue Orientierung finden. Ich freue mich ganz besonders, dass als Vertreter dieser Generation Vater unter uns ist. Ich wollte nachher noch um einen Sonderapplaus bitten, aber es ist schon passiert. Vater ist, wenn man jetzt seine Tätigkeit im Aufsichtsrat unter dem Vorsitz von Herrn Novak mitzählt, über 50 Jahre für das Unternehmen tätig und kennt damit mehr als die Hälfte der Zeit, über die wir heute reden, aus eigener Anschauung. 100 Jahre erfolgreiche Eisenbahngeschichte, das ist nur mit und durch ein passendes Umfeld möglich. Und das gilt in menschlicher, politischer und wirtschaftlicher Hinsicht. An erster Stelle möchte ich da unsere Mitarbeiter nennen, denn ohne den Einsatz unserer Mitarbeiter würde sich im wahrsten Sinne des Wortes hier bei unserer Bahn nichts bewegen. Ich möchte die Gelegenheit benutzen und mich bei den Mitarbeitern ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren und Jahrzehnten bedanken. So, aber was wäre eine Eisenbahn ohne ihre Kunden? Stabile Verkehre sind das Rückgrat einer jeden Eisenbahn und wir haben Verkehre, da würden uns so manche andere Eisenbahn beneiden. Da sind die Mineralöltransporte zu den Tanklagern hier im Bereich des Teltowkanals. Seit 1963 befördern wir Kohle für die BEWAG zum Kraftwerk Rudow. Seit 1993 bringen wir den Müll für die BSA auf die Schiene und seit 1997 bringen wir Abdeckmaterial für die Firma Hafemeister zur Deponie Großziepen.
Zu dem funktionierenden Umfeld gehören aber auch die Senatsverwaltung für Verkehr, heute vertreten durch Herrn Linsenmeier, ich weiß nicht, ob er schon da ist, und seine Mitarbeiter. Und natürlich die Bezirke, in denen wir uns bewegen, Neukölln und Tempelhof, vertreten durch die Bezirksbürgermeister Herr Wannegold und Herrn Habel. Und dann gibt es da noch einen großen Partner oder Bruder, je nachdem, wie man das sehen will. Das ist die DB, mit der wir über den Bahnhof Neukölln auf das Allerengste verbunden sind. Wir haben viele Gemeinsamkeiten mit der DB, aber auch Unterschiede. Und auf einen kleinen Unterschied sind wir nicht ganz besonders stolz. Wir schreiben seit Jahrzehnten schwarze Zahlen. Aber was ich als Voraussetzung für die erfolgreiche Geschichte einer Eisenbahn genannt habe, das gilt in ähnlicher Weise für eine erfolgreiche Jubiläumsfeier. Und das funktioniert nur, wenn auf der einen Seite nette Gäste da sind und die sind ohne Frage da. Da brauche ich mich hier nur umzugucken. Aber es muss sich auch einer der Sache annehmen und sich intensiv um die Sache kümmern. Und das hat in einzigartiger Form Herr Hahn getan, unser oberster Betriebsleiter und mit etwas über 42 Jahren auch dienstältester Mitarbeiter unseres Hauses. Er hat sich um die Organisation gekümmert, als wäre es seine eigene Geburtstagsfeier. Ab 16 Uhr ungefähr ist es geplant, dass dann hier mit diesem kleinen Sonderzug Fahrten durchgeführt werden. Wir machen kleine Fahrten, damit jeder die Chance hat mitzufahren. In etwa stündlichem Abstand werden wir von hier aus starten. Unsere Jubiläumsfeier ist bereichert durch die Ausstellung des Rudor Heimatvereins, die dieser extra für unsere Feier hierher gebracht hat. Da danke ich ganz herzlich Herrn Ziemer, der mit seinen Leuten das in den letzten Tagen aufgebaut hat. Und die Zeit sollten sich unbedingt nehmen, hinten in der Halle, in der wir eigentlich dann feiern wollen, sich das anzugucken, es lohnt sich. Herr Neddermeier, hier zu meiner Rechten, beschäftigt sich seit über 30 Jahren intensiv mit der Eisenbahngeschichte, insbesondere mit der Eisenbahngeschichte unserer Bahn. Und ich glaube, wir finden hier kaum jemand anders, der besser informiert ist als er. Wir haben in ihm den richtigen Partner für die Erstellung unserer Festschrift gefunden. Wir haben sie drinnen ausgelegt und jeder von Ihnen soll ein Exemplar mit nach Hause nehmen. Pünktlich zum heutigen Tag ist aber nicht nur die Festschrift, sondern auch sein Buch zu unserer Eisenbahn erschienen. Und was ich ganz besonders begrüße, es ist uns gelungen, Herrn Neddermeier zu gewinnen, dass er nachher ein paar Worte in Form einer kleinen Festrede zu uns sprechen wird. Aber zunächst möchte Herr Wannegold einige Grußworte loswerden. Wollen Sie hochklettern? Ich bedanke mich schon mal für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Der Familie Britze, lieber Herr Hahn, und frei nach dem Rixdorfer Protokoll, dass ich mit Genehmigung des Bürgermeisters von Tempelhof Dieter Habel hier verwenden darf, verehrte Exzellenzen und Eminenzen. Ich freue mich, dass wir heute diese große Veranstaltung haben und das ist, glaube ich, dann der Abschluss der Feierlichkeiten in diesem Jahr anlässlich des 100-jährigen Geburtstages der Neukölln mitten bei Eisenbahn. Wir hatten ja schon verschiedene Feierlichkeiten im Ortsteil Rudo und im Mittenwalde bei unserem Amtsdirektor Uwe Pfeiffer. Wir freuen uns, dass diese Bahn seit 100 Jahren läuft. Und wir finden, dass diese Eisenbahn ein Stück Geschichte ist. So wie der Funkturm zu Berlin gehört, gehört die Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn zu Neukölln und zu Tempelhof. Diese Bahn ist ein Hoffnungsschimmer in all diesen Jahrzehnten hier für die Menschen gewesen und das soll auch in den nächsten 100 Jahren der Fall sein. Als die Bahn vor 100 Jahren und genau am Tag, am 28. September 1900 mit einem Sonderzug ihre erste Fahrt veranstaltete, da war Hoffnung angesagt. Es war die Zeit des Aufbruches. Zu dieser Zeit regierte in Rixdorf, dem heutigen Neukölln, der Oberbürgermeister Bodin. Der Landrat des Kreises Teltow war der berühmte Ernst von Stubenrauch, der schon weit in die Zukunft blickte. Er war auch derjenige, der den Teltow-Kanal vorangetrieben hat, der dafür gesorgt hat, dass in den verschiedensten Gebieten des Kreises Teltow von den Potsdamer Außenbezirken bis hin nach Britz, man merke hier,
Britze, Britz. Du könntest nicht sagen, als Neuköllner, der wächst am Ortsteil, nach der Familie Britze benannt. Also da ist auch ein Krankenhaus gebaut worden. Der war also sehr weitblickend und hat praktisch dafür gesorgt, dass damals schon umweltfreundlich transportiert wurde. Und dieses hat sich in all diesen 100 Jahren hier tagtäglich bewiesen. Die erste Aufgabe war dann, den Müll, den es damals schon gab, ökologisch aus der Stadt Berlin nach Wittenwalde zu bringen. Und da es in Wittenwalde wiederum Ziegel und dergleichen gab, auf dem Rückweg wurde das mitgenommen, um hier dann Berlin um die Jahrhundertwende mit aufzubauen. Aber neben den Transporten gab es damals auch schon den Auszugsverkehr. Es gab ja damals noch keine PKWs und so war es für die Rixdorfer, Neuköllner, Tempelhofer, Kreuzberger und Treptower Bürger gut, dass es diese Bahn gab, die dann personenmäßig eingesetzt wurde. Wir haben ja heute noch die Salonbahn hier. Und so ging es dann am Wochenende, Freitag, Sonnabend oder Sonntag raus und rein mit der Bahn nach Wittenwalde, nach den Erholungsorten, die wir jetzt nach 89 auch wieder entdeckt haben, nach Töpschin, nach Wotzen, ja, und wer noch gut zu Fuß war, bis runter nach Teupitz. Und das war eine ganz tolle Sache und davon machten die Bürger auch regelmäßig Gebrauch. Leider können wir diese Fahrt heute nicht mehr durchführen, lieber Uwe Pfeiffer, denn der Flughafen Schönefeld ist dazwischen gekommen. Und so wie Sie ja die Finanzierung dieses Flughafens tagtäglich aus der Zeitung nehmen können, ist die Hoffnung, dass wir praktisch mit dem Tunnel unten drunter durchfahren können, mit der Neukölln-Mittenwalde-Eisenbahn, so nicht mehr gegeben. Und was wir heute also feststellen können, in erster Linie, wie es ja Dr. Britze schon ausführte, ist die Bahn für den Transport geeignet, für das Weber-Kraftwerk unten am Teltow-Kanal, für die BSR, die wie in alten Zeiten, zwar in veränderter Streckenform, den Müll von der Gradestraße über die Zossener Strecke dann wieder nach Mittenwalde dann bringt. Oder auch für die vielen Sandfuhren jetzt zur Deponie nach Großsieten, was wir ja auch in den letzten Jahren erreicht haben. Und damit sehen Sie, die Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn war schon immer sehr fortschrittlich. Wir brauchten eigentlich gar nicht neue Parteien, um für die Umwelt da zu sein. Das hat die Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn schon alles so gemacht. Und das werden wir auch in gewohnter Weise, auch in den nächsten Jahrzehnten, lieber Dr. Britze, lieber Herr Hahn, weiterhin so machen, dass die beiden Bezirke, sowohl der Dietrich Hartel mit seinem Baustadtrat Ulrich Reipert und der Bezirk Neukölln, dass wir sehr eng zusammenarbeiten werden, um weiterhin, wie Sie sagten, schwarze Zahlen zu fabrizieren und vor allen Dingen unsere Straßen hier in Tempelhof und in Neukölln zu entlasten. Und deshalb unser Wunsch, weiterhin gute Zusammenarbeit mit allen, mit allen Mitarbeitern, die uns ja auch bestens bekannt sind. Ja, und das praktisch weiterhin Erfolg auch dem Hause Britze hier beschieden sein wird, im Interesse der Arbeitsplätze und der Umwelt. In diesem Sinne weiterhin viel Erfolg und Gottes Segen für die nächsten 100 Jahre. Ich beschäftige mich ja seit vielen, vielen Jahren mit der Geschichte der Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn und Herr Manegold hat ja einen so hervorragenden geschichtlichen Abriss gegeben, dass dem eigentlich nicht so viel hinzuzufügen ist. Ein paar Details vielleicht noch, die Herr Klaus Britze ansprach. Die Neukölln-Wittenwalder Eisenbahn ist ja wie keine andere mir bekannte Eisenbahn ein Familienunternehmen. Und das ging schon 1895 los, als der Kommerzienrat Karl Wächter die Gesellschaft Werig und Wächter gründete. Und mit der Idee, die von den Staatsbahnen gelassenen Lücken mit eigenen Privatbahnen zu füllen und so der örtlichen Industrie und den Bürgern die Möglichkeit zu geben, Anschluss an die großen Städte zu gewinnen. In Wittenwalde hatte sich ein Bürgerkomitee gegründet und dieses Bürgerkomitee wollte einen Bahnanschluss nach Berlin. Nun bestand der Bahnanschluss nach Berlin, nämlich auf der Königs Wusterhausen Wittenwalde-Töpchiner Eisenbahn. Das war aber ziemlich umständlich, weil die Ziegel beispielsweise vom Schöneicherplan über Galun fahren mussten, ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie sich ja alle aus, über Galun fahren mussten, dann nach Königs Wusterhausen und dann auf die Staatsbahn übergehen und dann nach Berlin befördert werden. Es war den Leuten zu umständlich. Sie wollten am liebsten einen Transport aus einer Hand haben, wie es ja heute auch der Fall ist, und dachten sich, eine Bahn nach Berlin, eine direkte Verbindung, das wäre die Sache.
Nun ist die Schwierigkeit immer beim Bahnbau, wer gibt das Geld? Und daran krankte dieses Projekt auch. Und in diese Lücke stieß Karl Wehring und Karl Richter, die beiden, und boten diesem Komitee an, ein beträchtliches unternehmerisches Risiko zu übernehmen, indem sie die Hälfte des Aktienkapitals selbst aufbrachten. Und das gab der ganzen Sache schon einen guten Schub, aber die Projekte dauerten noch 5 Jahre, denn erst 1900 konnte die Bahn eröffnet werden. Ja, was passiert nun in so in 5 Jahren? Man redet mit Leuten, man sucht Geldgeber, man sucht Kunden für die Bahn und man möchte eigentlich festklopfen, Nutzer für die Bahn. Und das ist ja mal so, jeder sagt zunächst mal, ja, also ganz toll, wollen wir alles machen. Aber wenn es dann nachher geht, darum Aktien zu zeichnen, Geld auf den Tisch zu legen, dann haben dann viele zurückgezogen und haben gesagt, naja, lieber nicht. Und dazu kam, dass der Bezirk, damals noch die selbstständige Gemeinde Neukölln, mit ganz anderen Verkehrssorgen befasst war. Die Stadt wuchs explosionsartig, man musste sehen, dass die Neuköllner Bürger nach Berlin reinkamen. Da hatte man natürlich ganz andere Sorgen, als die Neuköllner Bürger nach Mittenwalde zu verbinden. Sodass Neukölln dem Projekt zwar wohlwollend gegenüberstand, aber sich finanziell nicht beteiligen wollte. Es war das Verdienst, das unermüdliche Verdienst von Wehring und Richter, das Geld und die Aktionäre zusammenzubringen und schließlich dieses Projekt auf die Beine zu stellen. Und der Bahnbau, der ging relativ schnell, der dauerte ein knappes Jahr. Das Terrain war eben, man verlegte die Gleise im Wesentlichen aufs platte Land und da stopfte das Ganze mit Kies. Und dann konnte das losgehen. Der Eröffnungsansturm war ungefähr so wie hier. Ja. Waren 300 Leute, die mit dem Zug mit wollten, die auch alle mitgekommen sind. Es fand in Mittenwalde ein großes Festessen statt. Und am 28. September morgens begann dann wieder mit einem geschmückten Zug der Betrieb. Diese Festlichkeiten waren einen Tag vorher. Zunächst ließ sich der Personenverkehr ganz toll an. Die Züge waren überfüllt, die Berliner wollten nach Mittenwalde, wollten was sehen. Der Güterverkehr dagegen krankte. Nun war es aber so, dass das unternehmerische Denken von Wehring und Richter, insbesondere von Karl Richter, darin bestand, auf die Leute zuzugehen und Bahnfrachten für die Bahn ranzuholen. Und er gewann die Ziegeleibesitzer dafür und beantragte beim Ministerium der öffentlichen Arbeiten das Gleis vom Mittenwalde Nord, wo der Endpunkt war, nach zum Schöneicherplan zu verlängern. Von Seiten des Ministeriums bestanden keine Einwände, aber im Planfeststellungsverfahren mussten Konkurrenten befragt werden, wie sie zu dem Projekt standen. Und die Königs Wusterhausen Mittenwalde Türkiner Eisenbahn sagte natürlich, ja, also wenn die Bahnstrecke gebaut wird, sind unsere Frachten weg. Der Minister der öffentlichen Arbeiten entschied trotzdem per Erlass, das Ganze dauerte übrigens wieder 2 Jahre, entschied per Erlass, diese Strecke zu genehmigen und 1903 konnte die Streckenverlängerung nach Schöneicherplan in Betrieb genommen werden. Und die Sache mit dem Müll
Das war auch eine Idee von Karl Rechter, der sagte, naja, wenn wir jetzt da die Züge nach Berlin fahren, dann müssen die Züge ja nicht leer rausfahren. Berlin ächzte inzwischen schon unter seinen Müllmengen und deshalb entstand hier auf dem Gelände, ja, das könnte hier noch mit dazu sein, der Fachwerkborder, entstand eine Müllumladehalle. Und von diesem Augenblick an, wo die Bahn in Betrieb ging, kamen aus Schöneicherplan Millionen von Ziegelsteinen zum Aufbau von Rixdorf und Berlin. Und es ging im Gegenverkehr Müllzüge, wobei ich doch ein bisschen schmunzeln muss, weil Manuel sagte, ökologisch entsorgt. Es gab morgens einen Personenzug mit Güterbeförderung, dem die Müllwagen beigestellt waren. Und ein erster Schritt, damit den Fahrgästen nicht unbedingt Müllfetzen in die Ohren fliegen, waren Netze aufzulegen. Aber im Sommer kann sich jeder vorstellen, dass es doch Klagen gab, ja, über den Geruch, der diese Zug umwehte. Das führte dazu, dass die NME, die immer bestrebt war, Kundenwünschen zu entsprechen, da wo es ging, wo es vertretbar war, den Personenverkehr vom Güterverkehr trennte. Die Hauptfrachten der NME zwischen Neukölln und Schöneicherplan waren in Lastrichtung Süd Müll, in Lastrichtung Nord Baustoffe, in der Hauptsache Ziegelsteine. Der Personenverkehr, der im ersten Jahr sehr lebhaft war, ebbte ein bisschen ab. Die NME reagierte sofort, senkte die Preise und der Personenverkehr erreichte dann eine respektable Größe, war aber an den Einnahmen ungefähr mit nicht mal einem Viertel beteiligt, also mit weniger als 25%. Die Verwaltung der Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn ging nach dem Tod von Karl Behring auf Karl Rechter über und befindet sich seit dieser Zeit in dem Besitz der Familie Rechter und heute Brütze. Und Karl Rechter war ein unermüdlicher Akquisiteur, so wie das heute vielleicht Herr Klaus Brütze ist, der immer auf die Kunden zuging, immer nach einer Lösung suchte, wie man den Transport jedes einzelnen Kunden möglich machen konnte. Die NME kaufte selber Wagen, um solche Transporte abzuwickeln. Nächster großer Schritt in der NME war die Errichtung dieses Bahnhofs-Zeltow-Kanal hier, der das Zentrum der Bahn wurde und der gut ins Bild passte, der Zeltow-Kanal, der damals übrigens vom Kreis Zeltow gebaut wurde mit eigenen Geldmitteln. Wenn man sich heute mal überlegt, welche Gebietskörperschaft sich heute solche Investitionen leisten kann. Der Kreis Zeltow war der wohlhabendste Kreis Deutschland, baut also den Zeltow-Kanal zur Verstärkung der industriellen Ansiedlung und der Bezirk Tempelhof mit den beiden Terrangesellschaften erschloss das Gebiet zu beiden Seiten des Zeltow-Kanals für Industriebetriebe. Im Verlauf dieser Zeit, 1907 wurde der Bahnhof hier eingeweiht, im Verlauf dieser Zeit entstanden hier rund um dieses Gelände, man kann sich das heute gar nicht vorstellen, wenn man das sieht, über 70 Anschlussbahnen, Nebenanschlussbahnen an die Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn, die Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn bedient hat. Der Kreis rund um den Zeltow-Kanal war ein Standbein der Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn neben dem Müll- und Ziegelverkehr. Und sicherte der Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn nach dem Bruch der Bahn an der Grenze auch das Überleben. Die Zeiten des Ersten Weltkriegs, der Nachkriegszeit, waren geprägt durch die Not, wie sie mehrfach und vielfach und oft beschrieben worden ist. Einen nächsten Schub erhielt die Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn Ende der 20er Jahre, wieder durch die Initiative
in dem Fall von Dr. Max Wächter, dem Sohn von Karl Wächter, der 1911 in die Firma eingetreten war. Der Dr. Max Wächter hatte dieselbe, ja, es ist Familientradition, hatte dieselbe Art, auf Kunden zuzugehen, zu akquirieren und nicht locker zu lassen, bis sein Ziel und seine Vorstellung verwirklicht worden sind. Und Max Wächter wollte die Verbindung zur Königs Wusterhausen-Mittenwalde-Töppchener Eisenbahn herstellen. Größter Gegner, den er hatte auf dieser Strecke, war nicht mal die Königs Wusterhausen-Mittenwalde Eisenbahn, sondern war die Reichsbahn. Die Reichsbahn befürchtete nämlich, dass auf der NME und der KMTE Durchgangsverkehr stattfinden würde und dass die Frachten nicht mehr über Königs Wusterhausen fahren würden, und setzte alles dran, das zu untersagen. Die Geschichte, wie Max Wächter Stück für Stück mit teilweise Übernahme der Logik der Reichsbahn die Reichsbahn dazu bewegte, schließlich zu sagen, gut, wir stimmen dem zu, ihr dürft da eine Verbindung herstellen, würde also alleine ein armfüllendes Programm, sage ich mal. Und unter der Führung von Max Wächter gelangt es in Mittenwalde Ost, die Königs Wusterhausen Mittenwalde Töppchener Eisenbahn und die NME zu verbinden. Und von diesem Tage an war das für die Berliner, die, wie Herr Manegold das sagte, in die Ausflugsgebiete fuhren, war es möglich, mit einmaligem Umsteigen, die Legenden sprechen ja mal davon, dass die Züge durchgelaufen sind, sind sie nicht, sind sie nie, außer im Krieg, mit einem Umsteigen von Zug zu Zug. Also wie heute beim Intercity, ne, so war das damals zwischen NME und KMTE. An jedem Bahnsteig stand ein Zug, die Leute sind ausgestiegen und umgestiegen und konnten dann in Richtung Töppchen weiterfahren. Die Modernisierung der Bahn setzte ein, es wurden moderne Triebwagen beschafft, und diese Triebwagen liefen durch die Presse, also nicht durch die Lokalpresse hier in Neukölln, sondern durch die Berliner Lokalpresse. Aus dem Herrenwende wurde der rasende Rixdorfer. Das heißt also, die Geschwindigkeit wurde von 35 auf 40 Kilometer in der Stunde angehoben. Die Folgezeit im Krieg war hier gekennzeichnet durch eine ganze Reihe Rüstungsbetriebe, die der Bahn natürlich gute Frachten bescherten. Außerdem die Verbindung von der Königs Wusterhausen-Mittenwalde an der Neukölln-Mittenwalde Eisenbahn ermöglichte es auch den Verkehr von der Munitionsanstalt Töppin, das war ja eine der größten Munitionsanstalten hier in der Gegend, die Munitionszüge durchzuführen. Und in diesem Zusammenhang passierte also Folgendes: Diese Munitionszüge waren es letztlich, die die Reichsbahn veranlassten, der Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn Durchgangsverkehr zu erlauben. Die Reichsbahn, hatten wir ja vorhin gehört, war immer dagegen, dass über die Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn Durchgangsverkehr läuft. Aber die Kriegslage, die verhinderte das, die forderte, dass jetzt Durchgangszüge gefahren wird. Die Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn, die Geschäftsleitung, war klug genug zu sagen, gut, wenn wir Durchgangszüge fahren, dann machen wir einen Vertrag darüber, dann wird das ordentlich konzessioniert, und so geschah das dann auch. Und seitdem war also Durchgangsverkehr auf der Strecke erlaubt. Das währte nicht lange, die Angelegenheit, denn 2 Jahre, 1945, im April stand die Rote Armee vor der Tür in Schönefeld, war ja das große Flugzeuglager, machte die Rote Armee Halt, um sich neu zu gruppieren, und die NME hatte in dieser Zeit mehrere tausend Menschen zu Schanzarbeiten zu fahren. Das heißt also, es gab hier planmäßig Züge mit 1500 Menschen waren die angesetzt, zu Schanzarbeiten im Raum Würzburg-Rudow. Dann am 23.
Am 23. April rückte die Rote Armee vor, die Verteidigungslinien wurden verlassen, und zwar ruckartig, da hat keiner mehr was verteidigt. Die zurückflutenden Massen haben den noch über den Teltowkanal gesetzt und dann wurden die Teltowkanalbrücken gesprengt. Die Rote Armee rückte an anderer Stelle ja dann vor, ging ins Stadtgebiet, und es war nötig, sofort eine Teltowkanalbrücke wiederherzustellen. Und die erste Brücke, die von russischen Pionieren wiederhergestellt worden war, war diese Brücke hier hinten über den Teltowkanal. Das heißt also, die erste Bahnverbindung von Berlin nach dem Süden lief über die Neukölln-Wittenwalder Eisenbahn über die Teltowkanalbrücke. Um den Verkehr zu ermöglichen, übergab die sowjetische Militärverwaltung in Deutschland der Neukölln-Wittenwalder Eisenbahn Dampflokomotiven und bildete zwei Brigaden, eine Brigade Schmidt, eine Brigade Toltloff. Übrigens der Lokführer Toltloff mit über 50 Dienstjahren, der dienstälteste Lokführer, den die NME hatte, leider ist er inzwischen auch verstorben. Eine Brigade Toltloff, eine Brigade Schmidt. Und diese beiden Brigaden sind in den nächsten anderthalb Jahren unermüdlich in die Lausitz gefahren und haben für Berlin Kohlen rangeholt. Im wahrsten Sinne des Wortes sind hier die Kohlezüge im Halbtagestakt sind die gefahren. Die Lokführer übrigens am Rande waren so begeistert von den Reichsbahnloks, dass sie, wenn sie nach einer Tagesfahrt hier angekommen sind, oft abgespannt haben und noch Personen zu fahren wollten. Dann angespannt haben, das musste dann untersagt werden. Und die nächste große Herausforderung an die Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn war die Berliner Blockade. Sämtliche Zufahrtswege waren gesperrt. Die Luftbrücke setzte ein und ein großer Teil der angelandeten Waren hier, Kohle und Lebensmittel, wurde über die Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn in die Lager und Ladestellen gefahren. Ja, nach diesen beiden Ereignissen, vielleicht als letztes politisches Ereignis, danach haben wir ja gehört, die Aktivitäten heute sind bekannt, als letztes politisches Ereignis war, nach Mauerbau führte die Neukölln-Wittenwalder Eisenbahn über 300 Meter über Brandenburger Gebiet. Und dort wurde ein Gleistor eingebaut und es sollte jeder Zug kontrolliert werden, und außerdem wurden Zeiten vorgegeben, wann die Züge davor zu fahren hatten. Regelung war natürlich nicht akzeptabel, und so hat der Senat sich schweren Herzens entschlossen, das Geld für ein Umgehungsgleis herzustellen. Diese kleinen Ausschnitte aus der Geschichte der Neukölln-Wittenwalder Eisenbahn sollen mal genügen. Ich denke mal, jeder, die Würstchen sehe ich, sind auch schon soweit. Jeder wird jetzt auch sich mit wohligem Hunger an die gastronomischen Einrichtungen, die dankenswerterweise zur Verfügung gestellt worden sind, begeben.